Hallöchen, meine liebe Freunde. Herzallerliebst willkommen zurück zu unserem guten Freund Phönix Freund. Und das letzte Mal haben wir angefangen, den Kellner auseinanderzunehmen und da machen wir auch direkt weiter. Und ich habe den Eiskaffee unserem Gast, Frau May, persönlich übergeben. Ja, why have you done this? Sind Sie sich sicher, dass sie es persönlich war? Absolut. Was heißt das, Junge? Absolut? Was ist absolut? Ja, wie hin sowas von absolut ist eine nette Angewohnheit von mir. Aha. So. Nun, ja, ich glaube, er ist verliebt. Embrace. Was für ein Ding? Umarmen, so. Oh, Kuss. Aber ein Bussi auf die Wange hat er gekriegt und seitdem hat er rote Flecken im Gesicht. Ja, wunderbar. Ja, klar. Oh, ich werde es niemals vergessen. Niemals in meinem Leben. Oh. Ja, das könnte sein, dass sie das will. Oh. Da ist nichts. Was ist das jetzt? Was ist passiert? Scheiße. Oh. Warum nicht? Oh, Miles. Was soll das? Nein, was passiert? Protestieren, komm, protestiere mal, komm. Bitte warten Sie. Ja! Oh Gott, was passiert? Lassen Sie mich noch eine letzte Frage stellen. Oh. Euer Ehren, ich erhebe Einspruch. Ja, ich hab's gemerkt. Oh. Genau, gib's ihm, komm. Oh Gott. Okay, scheiße. Oh, wonach frage ich ihn bloß? Oh, kacke. Ich habe keine Ahnung. Werden wir es schaffen? Betten machen macht irgendwie keinen Sinn. Zimmerservice? Einchecken vielleicht. Genau, sehen wir mal. Mein erster Gedanke war, dass sie eine unheimlich schöne Frau. Ja, danke. verstehe. Oh. Was genau war denn eine Enttäuschung? Ja, genau, gute Frage. Ihr Geliebter? Was hat er gesagt? Was haben Sie da gesagt? Die ist mit Ihnen fremdgegangen oder was? Mit einer anderen Person zusammen eingecheckt. Nee, musst du gar nicht, Miles. Einspruch ab. Yeah, wow. Ja, verstehe. Oh. Okay, warum haben Sie das in Ihrer Aussage nicht erwähnt? Genau. Ja, wunderbar. Okay. Das ist genau das, was sie eigentlich hätten erwähnen sollen. Genau. Hoho. Und jetzt stell dein scheiß Tablett nieder. Da nieder. Das irritiert mich. Er war der ehrenwerte Staatsanwalt. Hä? Was? Oh, die Sau. Seht ihr, wie gerissen der ist? Boah. Du Wutz! Was soll das? Warum ist er jetzt ein Idiot? Nee, du hast nicht gewonnen, Phönix. So einfach ist das ja nicht vor Gericht. Sie hat mit einem Mann eingecheckt. Oh, welch Verbrechen! Oh mein Gott! War der nicht da, der Mann? Oh, er war nicht da. Sonst hätte sie ihn wohl kaum abknutschen können. Genau. Wegen dieser Umstände halte ich es für möglich, die Anklage aufrechtzuerhalten. Genau. Stimmen Sie zu? Ja, ne, würde wohl nicht zustimmen, oder? Wer ist diese andere Person? Ja, Miles. Vielleicht bist du das. Wer weiß. Ganz einfach. Es war... Ach du Kacke.
könnte. Es war was? Hä? Wer ist diese? Ja, Frau April Meyer wohl nicht. May meine ich. Ich hab keine Ahnung. Oh oh. Oh. Euer Ehren. Wie bereits offenbart wurde, hat Frau April das Telefon des Opfers abgehört. Genau, sie hatten Alibi. Wer könnte das sein? Verdammt nochmal. Genau, das entlastet diesen Mann nicht. Hey Phoenix, du bist echt gut. Das heißt, ich bin gut. Ja, da war niemand anders. Was ist, es zu spät? Warum denn? Es ist nie zu spät für die Wahrheit. Genau. Du Wutz. Der Tasche, du gemacht. Schäm dich. Anfänger. Das ist Anfängerglück, Mann. Warum sind die lächerlich? Hast du doch gemacht. Du sagst deine eigenen Zeuge, sagt es. Genau, das machen wir. Ja, Keuche. Euer Ehren. Jo, endlich. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die Verhandlung vertagt. Aber wir wissen immer noch nicht, wer der Mörder ist. Ja, da ist sie und sie strahlt wieder. Sie waren toll da drin. Ich weiß, dass ich gut bin. Jo. Oh, wir haben einen Fan, Leute. Ja, nur der Job. Ja, ja. Der war auch ziemlich cool. Also bitte, Maya. Die großen Augen, die bebenden Lippen. Wow. Hey, hey, vergiss nicht, auf welcher Seite du bist, Mann. Ich box dich hier raus, ja? Ja, das frage ich mich auch. Nein, du kannst noch nicht nach Hause, schätze ich mal nicht, ne? Noch nicht. Jetzt ist sie wieder traurig. Ach, Mann. Jo, es gibt eine dritte Person. Ja, war schon nicht dabei, Mann. Du musst doch dabei gewesen sein, Mädel. Sie haben sie verhaftet. Yeah. Sie haben sie verhaftet, das ist gut. Oh oh. Der ist jedenfalls, da hat er recht, der ist längst noch nicht abgeschlossen, der Fall. Wir werden erstmal herausfinden müssen, wer dieser ominöse Mann ist, ne? Der könnte es nämlich gewesen sein. Wir finden den Mörder, ich verspreche es dir, Kleines. Oh, wenn sie sich da mal nicht verzählt. Ja, das könnte sein. Ja, das stimmt. So, wir haben jetzt die Aussage zum Protokoll. Aber auf die Straße und Nachforschungen anstellen. Genau. Genau. Ja, wir sprechen uns Mut zu. Das ist gut. Fortsetzung folgt. Kommt wieder die Umfrage nach dem Speichern. Wir werden nicht speichern. Man weiß ja nie, ob die Aufnahme klappt. Jo, Besucherraum. Oh nein. Was? Nicht die. In diesem düsteren Loch Besuch bekomme. Das ist bewegend. Ja, du bist leider für die. Oh, oh, oh. Sie stinken da an. Ich stinke doch gar nicht. Ich habe geduscht, hä? Hey. Oh. Hey, ich mache mich nicht lustig über dich. Ich mache mich nur lustig über dich. Oh, sie will uns nicht helfen. Stachelkopf. Also bitte, was haben die Leute alle gegen meine Frisur? Ja.
Na, was wollen Sie denn von mir wissen, hm? Und plötzlich wieder dieses Engelsgesichtchen. Die braucht einen Psychiater, braucht die. Genau. Das ist echt gut, Phönix. So, da wollen wir mal mit dir sprechen. Dieser Mann, erzähl mir mal, was dem Mann angeht. Jetzt schieß mal los, Kleines. Vergessen Sie, Süßer. Ja, danke. Ja, wir müssen ja irgendwas zeigen. Aber zuerst frage ich Sie doof. Okay, das machen wir das nächste Mal. Ich sage an dieser Stelle. Bleibt dabei, es wird spannend. Bye bye, ciao ciao. Adiós.